Das Deutsch-Pop-Duell. Henne, 9 Jahre behauptet. Ich erkenne alle deutschsprachigen Popsongs, auch wenn 3 gleichzeitig in einem Mix zu hören sind, und bin darin besser als Mark Forster. Helen und Mark bekommen immer abwechselnd einen Mix aus 3 deutschsprachigen Popsongs vorgespielt. Für jeden richtig erkannten Song plus Interpreten gibt es einen Punkt. Jeder bekommt 4 Aufgaben. Wer mehr Punkte hat, gewinnt das Duell. Ich bin aufgeregt. Ja. Wirklich? Aber es wird auch ein schönes Duell, weil das auch ein Duell ist, dass unsere Zuschauer und Zuschauer wunderbar mitspielen können. Das stimmt. Klar, Marc tippt auf sich, Maria, Bernhard und Alex. Kaum tippt auf mich. Ja, also Alex könnte es jetzt zumindest, könnte ja sozusagen das Vertrauen zurückgeben, denn du hast ja eben auch auf ihn getippt und dann ja auch richtig abgesagt. Ja. Oh. Danke. Okay. Dann kommt man nach oben. Okay. Ja. Hier, Marc, da. Ich gehe hier ans DJ-Pult. Leute, es wird verrückt. DJ Pflaumi. Nee, ich als DJ firmiere ich unter MC Plum. Ja. MC Plum ist in the house. Ja. Hm? Oh, ich weiß nicht, ob ich das Bild so schnell aus dem Kopf kriege. Seid ihr bereit? Ja. Gut. Dann starten wir das Duell und ich sage klein gegen groß, auf los geht's, los! Die erste Aufgabe geht an Helen und sie hört sich folgendermaßen an. Millionen Lichter, Christina Stürmer. Mhm. Au revoir, Mark Forster. Und, Glasperlenspiel, geiles Leben. Okay. Sagst du. Ja, also applaudieren Sie ruhig, ja. Das, So, dann hören wir mal rein. Was war's alles? Das will ich mir nicht geben. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben. Lars Perlenspiel. Allein da sind Millionen Lichter in der Welt. Die Christina Stürmer. Sie leuchten so, was mich so erfreut. Jawohl. Sehr gut. Helen, erste Aufgabe richtig gelöst. Ja, die waren aber auch leicht. Na, dann schauen wir doch mal hier, Marc. Jetzt ist es die erste Aufgabe für dich. Viel Spaß. Ich habe nur 2 gehört. Ja, das dritte habe ich auch nicht gehört. Das dritte konnte man nicht hören. Außer ein Wort. Unheilig geboren, um zu leben. Mhm. Ja. Ja. Das zweite war Falco. Und da ist der Titel ein bisschen, weil man denkt Amadeus, aber ich glaube, der Titel heißt Rock Me Amadeus, ja, oder so. Ja. Und, und das dritte wissen wir nicht, ne? Doch, ich habe unheilig. Unheilig habe ich schon 2 Wörter gehört. Naja, aber fehlt ja noch eine. Hat der jetzt Falco ja, ohne. Also, MC Plum, hast du ich spiel, hier. Ich spiele dir das dritte Lied einmal ganz kurz vor. Ja. Pocahontas von An Mai Kantereit. Ja, das ist richtig, aber das können wir natürlich nicht richtig geben. Ne? Also, ja. Aber du hast es zumindest an einer Sekunde erkannt. Aber die anderen stimmten natürlich. Es war unheilig. Ja. Dann hatten wir Falco mit Rock Me Amadeus. Und Anne-Marie Kantereit mit Pocahontas.
Ja. Tja, ich fand's total unfair, naja. Mal gucken, was noch kommt. Ja. Zweite Aufgabe für Helen. Perfekte Welle Juli. Ja. Tim Bensko, nur noch kurz die Welt retten. Mhm. Und jetzt habe ich vergessen, wie es hieß, kann ich noch mal hören. Ich weiß, das habe ich. Ah ja. Haus am See, Peter Fox. Jawohl! Drei Punkte. Konzentration, Marc. Ja. Schöne Schule, die Jungs haben den Lachen. Und sein Kerl. Doch mir hat überhaupt nichts ausgemacht. Sie war so süß und meine so lang. Und sie war dann ja in ihrem Ballett ausgegangen. Als ich erfuhr, dass sie auf dem Bett schon steht, hab ich meinen Danke auf mein Partner gelegt. Das hat sie damals alles nicht interessiert, doch seitdem weiß ich Also diesmal habe ich drei Lieder gehört, das ist die gute Nachricht. Also Rio Reiser, König von Deutschland. Mhm. Sarah Connor, Wie schön du bist. Mhm. Und drei war logischerweise, du kannst jetzt schon, nein, warte. Die Ärzte, Männer sind Schweine. Oder... Also vier waren es nicht. Also irgendwas mit den Ärzten, stimmt's? Okay. Nee, Männer sind Schweine, die Ärzte, glaube ich. Okay. Helen, bist du einverstanden? Nee. Nee, okay. Dann sag nix. Dann erstmal hier, du hast mir Rio Reiser, hast du gesagt? Ja. Das habe ich als erstes gehört. Ja, das hört man sofort. Dann die Sarah Connor. Und dann hast du gesagt, die Ärzte. Ja. Ja. Und es ist Roger Cicero. Frauen regieren die Welt. Habe ich nicht gehört. Es steht. Das hast du alles gehört? Ja. So, dritte Aufgabe für Helen. Wir sind bei der Halbzeit. Ich habe das Gefühl, bei Helen geht es einfach nur um die Geschwindigkeit, wann sie es weiß. So, Achtung, Helen. Max Giesinger, 80 Millionen. Mhm. Herz über Kopf von Joris und ich vergesse immer, das was ich sagen wollte. Ja, ja. Ist bei Marc auch so, aber du kommst hinterher wenigstens wieder drauf. Ja, ja. Egal, denk einfach an was anderes. Elefant, Maus, Hof. Tim Bensko, Musik sein, Vincent Weiß. Okay, wen magst du am meisten von den beiden, von den dreien? Max Giesinger, Vincent Weiß oder Joris? Wen findest du am besten? Max Giesinger. Oh. Und danach Vincent Weiß. Oh, okay. Das wird Joris jetzt wehtun. Den mag ich auch. Max Giesinger, 80 Millionen. Ey, da müsste Musik sein. Vincent Weiß und...
Herz über Kopf. Es steht 9-4 für Helen. So, jetzt mal, komm. Ja. Einmal alle drei. Ja, aber wenn... Darf ich nochmal hören? Also ich weiß, Yvonne Katterfeld, hier das eine. Wie heißt das nochmal? Dieses, für die schiebe ich die Wolken weiter. Heißt es nicht, da geht nur der Refrain so los. Ja. Das heißt, für dich heißt das Lied natürlich. So, ja. Weil der Refrain geht ja los mit für dich. Und es wäre ja viel zu lang, für die schiebe ich die Wolken weiter. Deswegen Yvonne Katterfeld, für dich. Ja. Ich? Für dich? Jetzt habe ich die anderen vergessen. Darf ich noch mal hören? Ascheregen Kasper. Blaues Tuch. Das dritte weiß ich nicht. Weißt du's? Warte. Kurz, ja. So, wir dürfen ja auch die Dinge untereinander ein bisschen besprechen. Kannst du mir den Refrain vorsummen? Komm jetzt. Was denn? Sag mal. Hallo? Misch du dich da jetzt bitte nicht ein, Sverref? Ja. Aber... Das sage ja ich so. Nicht. Und das war sehr. Ich weiß es. Das war sehr gut gesungen. Ich weiß es. Es ist nämlich Abenteuerland von Pur. Das ist der dritte Song. Kasper Ascheregen. Für dich schiebe ich die Wolken weiter. So siehst du den Sterne. Und? Jawohl! Habe ich sehr gut erkannt, alle drei Songs, stimmt? Hast du sehr gut erkannt. Neuer Zwischenstand 9-7. Aber Alex, mach dir keine Sorgen, umso länger es dauert, umso weiter entwickelt sich die Technik in der Zeit. Hier ist die vierte Aufgabe für Helen. Ich lass mich mal Ich finde das wunderbar, Helen, ganz kurz, wie sie diesen Mix so seziert im Kopf, ne? Merkst du das so? Auf uns Andreas Burani, Schönste Zeit Bosse und... Gilt schönste Frieda, Zeit als Antwort? Schönste Zeit. Und wovon sollen wir träumen? Von Frieda Gold. Okay. Das war die schönste Zeit. Wovon sollen wir träumen? So wie wir sind. Ja. Sehr gut. Jawohl! Aber Marc, hilft nichts, da musst du jetzt durch, ne? Den gönnen wir uns noch. So, mal gucken hier, dein letzter Mix. Westerland, Ärzte. Aha. Hier, Revolverheld. Das mit dem Lied, ich lass für dich das Licht an. Ja.
Das dritte habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Warte mal, aber. Sportfreunde Stiller. Mit Applaus, Applaus. Ja. Okay. Applaus, Applaus. Applaus, Applaus, bitte. Ja, wenn das einer auf der Gitarre am Lagerfeuer spielt. Wow. Ja. So, damit haben wir ein Endergebnis im Deutsch-Pop-Duell. Schauen wir mal drauf. Helen 12, Mark Forster 10 und damit geht dieses Duell an Helen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. So, Mama und Papa freuen sich auch. Oh, jetzt kehrt endlich wieder Ruhe ein zu Hause. Ja. Ja. So, wer hat die? Ich glaube, alle drei auf dem Sofa haben Punkt gekriegt. Und damit Alex Zverev jetzt vorne mit 2 Punkten. Hm? Lass uns rübergehen, Helen. Aber hast du gut gemacht. Ja, ne? Ja. War ein enges Ding, wa? Das war ein sehr enges Ding. Helen, komm hier. Ich glaube, so ganz stimmt das nicht, was ich eben gesagt habe, weil so richtig Ruhe zieht zu Hause nicht ein. Weil, liebe Helen, hier ist dein Geschenk. Oh. Oh ja. Guck dir das an. Dein E-Piano. Ja? Oh. Guck mal. Jetzt brauchst du nur noch auch noch den passenden Pullover dazu und dann sieht das super aus, oder? Helen, ist das toll? Ja. Ja, sehr gut. Also, ihr beide, es hat viel Spaß gemacht und Helen, alles Gute. Danke für das tolle Duell. Euch auch danke für die Unterstützung.